Wir haben eine neue Sau im Dorf und diese wird euch erfreuen. Die lohnt sich richtig. Ka-ching, sage ich nur. Ja, wir haben Corona, die Welt ist in Geiselhaft und wir müssen etwas tun. Der einzige Ausweg ist die Herdenimmunität. Aber nicht über den normalen Weg, dass man sich normal durchseucht. Das wäre viel zu gefährlich. Zehntausende würden sterben oder sogar Millionen nach der Rechnung vom RKI. Wie dem auch sei, man möchte im Grunde genommen die Herdenimmunität, aber nicht durch die Durchseuchung. Also braucht man die Impfung. Die Impfung ist heilig, die Impfung ist großartig. Die Impfung, die ist eine Utopie, eine großartige Utopie. Das ist, die Impfung ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Aber wir müssen für die Herdenimmunität 80% der Bevölkerung impfen. Ja? Und das hat Helmut Dittel, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Zürich, jetzt im Interview erwähnt. Er hat folgenden Plan, den er für die Schweiz anstrebt. Also in der Schweiz wären 80% 6,4 Millionen Menschen, die sich impfen lassen müssen. Was macht man aber, wenn die Leute keine Lust haben, sich impfen zu lassen, weil das ja ein riskanter Impfstoff ist, weil das ja total experimentell ist, weil er ja 10-mal schneller auf den Markt kommt als normale Impfstoffe. Da gibt es halt Leute, die vertrauen der Pharmaindustrie nicht, weil sie vergleichen das mit der Schweinegrippe, denken, sie kriegen Narkolepsie oder andere Krankheiten, denken, sie könnten vielleicht dadurch sterben. Sie haben Angst, ja, und das ist natürlich total weit hergeholten Impfungen, wenn man sich einfach was in die Venen spritzt. Was soll denn da schon passieren? Ja, das ist ein mRNA-Impfstoff, der hat Einfluss auf die DNA, aber sonst weiter nichts. Danach ist man vermutlich für immun für eine gewisse Zeit oder vielleicht auch nicht. Das weiß man ja nicht. Aber wichtig ist, dass sich alle impfen lassen, also 80%, 6,4 Millionen in der Schweiz. So, und wie kriegen wir es hin, dass die Leute das machen? Katsching, Impfgeld! Es ist super. Noch besser als bei den Probanden. Die Probanden kriegen 1.700 Euro in Deutschland für den experimentellen Impfstoff. In der Schweiz fordert er, der Dittel, 1.000 Franken für jeden, der sich impfen lässt. Als Bonus nach der Impfung. Ja? So, und das würden dann halt insgesamt 6,4 Milliarden kosten. Und das wären die durchaus bereit zu bezahlen, dafür, dass sich alle impfen und dass wir dann endlich sicher sind und das Virus wäre dann besiegt. Und aber was passiert, wenn sich nicht so viele impfen lassen? Auch dafür hat der Dittel einen perfekten Plan. Denn wenn sich jetzt beispielsweise nur 4 Millionen impfen lassen statt 6 Millionen, dann hätten die dann schon 4 Milliarden ausgegeben und das wäre natürlich heftig und er hätte trotzdem nicht die Herdenimmunität. Deswegen ist es wichtig, dass es da so einen kleinen Mechanismus gibt. Und der funktioniert folgendermaßen. Man bekommt 250 Franken direkt, wenn man sich impfen lässt. Und die anderen 750 Franken bekommt man erst, wenn das Ziel erreicht ist, der Massenimpfung. Also man kriegt 75% des Geldes erst, wenn 6,4 Millionen Schweizer geimpft sind. Dann bekommt man den Rest von seinem Impfgeld. Und dadurch erhofft man sich, dass die Menschen mehr Druck ausüben auf ihre nicht geimpften Mitbürger. Das ist großartig. Das funktioniert bei den Denunzianten ja auch sehr gut. Von daher kann man diesen Weg hier wirklich wählen. Es ist sehr, sehr sinnvoll. Das ist modern. Das ist zeitgemäß. Und außerdem kurbelt man natürlich mit dem Impfgeld, wenn man es dann endlich ausgezahlt hat, auch noch die Wirtschaft an. Mit diesem frischen Geld kann man ja dann einfach so einkaufen gehen. Ja. Und die 1.000 Franken pro Person fallen natürlich auch vom Himmel. Und ja, die Risiken von der Impfung, die kann man ja wirklich vernachlässigen. Und wenn man 1.000 Franken kriegt, also was für ein Risiko gibt es denn da noch? Gibt es ja nicht. Das ist ja eine sichere Nummer. Sau im Dorf. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Dittel. Großartig. Ich glaube, unsere Politiker werden diese Idee bald aufgreifen. Es wird der Hammer. Wenn erstmal die Wirtschaft nochmal richtig runtergewirtschaftet ist und wenn voll viele Leute arbeitslos sind und insolvent und so weiter, ne, da muss man halt noch ein bisschen warten. Ja, weil wenn es den Leuten schlechter geht, dann wollen sie diese 1.000 Euro oder was auch immer sie dann da kriegen, würden bei uns adäquat, analog dazu, da warnen die drauf. Dann freuen die sich. Da lassen sich einige vielleicht sogar zweimal impfen.
Wäre doch cool. Dankeschön.